Es gibt ein Thema, über welches ich schon mehrfach auf diesem Kanal gesprochen hatte. Ein Thema über eine schreckliche Tragödie, und doch ist dieses Thema auch das größte Mysterium der Luftfahrtsgeschichte. Denn es geht um den verschollenen Flug von Malaysian Airline MH370. Ein Flug, der am 8. März 2014 verschwand und seitdem nie wieder aufgetaucht ist. Es ist ein Mysterium, welches bis heute auf echte Antworten wartet, da man bisher noch nicht wirklich irgendetwas herausfinden konnte. Jetzt, innerhalb kürzester Zeit, kamen plötzlich viele Nachrichten an die Oberfläche, neue Erkenntnisse und neue Theorien, was passiert sein könnte, und ich wurde häufig angeschrieben, ob ich nicht einmal über dieses Thema nochmal reden könnte, zumal jetzt auch letztens der Abschlussbericht von der Regierung Malaysias bekannt gegeben wurde. Das bedeutet, das Thema ist nun eigentlich abgeschlossen, und passend dazu möchte ich auch noch einmal zum Schluss ein Ende dieses ganzen Themas finden und euch erklären, was die wirklich wahrscheinlichste Antwort ist, was wirklich passierte und was die neuen Theorien sind. Bevor wir aber dazu kommen, damit wir alle einmal auf demselben Schiff sind, kommt hier für euch die gesamte Geschichte kurz zusammengefasst, was wirklich am 8. März 2014 passierte. Am 8. März 2014 verließ um 0.44 Uhr Ortszeit die Maschine MH370 den Flughafen in Kuala Lumpur und machte sich auf den Weg in die chinesische Hauptstadt Peking. Es befanden sich 239 Menschen an Bord der Maschine und zunächst lief auch alles nach Plan. Eine Stunde nach dem Start der Maschine kam die letzte Kommunikation zwischen dem Piloten und der Bodenkontrolle. Diese Nachricht war: Gute Nacht, Malaysian 370. Danach brach der Kontakt zur Bodenkontrolle komplett ab und circa eine Stunde später änderte die Maschine dann abrupt den Kurs. Statt nach China flog die Maschine zunächst über Malaysia und dann über den Indischen Ozean, wo dann das letzte Funksignal von MH370 aufgefangen wurde, bis der Flug für immer verschwand. Dies war um 2.22 Uhr Ortszeit. Als einige Stunden später dann die Maschine nicht in Peking landete, begann eine gigantische Suchaktion nach dem Flugzeug, welche mehrere Jahre anhielt. Von Flugzeugen über Bodentruppen, Radars bis hin zu Booten und U-Booten war alles im Einsatz, um das Flugzeug zu finden. Es wurde ein Radius bestimmt, in dem das Flugzeug abgestürzt sein musste, da der Tank niemals ausreichen würde, um den Indischen Ozean zu passieren, da Flugzeuge selten viel mehr tanken, als sie überhaupt müssen. Als in dem Radius dann nichts gefunden wurde, wurde der Radius noch einmal erweitert und erweitert und erweitert. Auch nach all den Jahren und nach den verschiedensten Untersuchungen fand man die Maschine nicht und die Ressourcen waren erschöpft. Die Suchaktion nach der Maschine wurde 2016 abgeblasen. Doch ein paar Dinge konnten gefunden werden. Madagaskar, Tansania und die Insel La Reunion bekamen Hinweise über MH370 in Form von angespülten Wrackteilen. An die Strände wurden Wrackteile einer der Tragflächen des Flugzeuges angeschwemmt. Sie gehörten definitiv zu dem Flug MH370 und erhärteten den Verdacht, dass das Flugzeug abstürzte. Auch nach über 4 Jahren Suchen ergibt der Abschlussbericht nun von MH370, dass die MH370-Maschine verschollen bleibt. Doch es gibt einige Theorien, die neu aufgekommen sind, wo das Flugzeug sich denn befinden könnte. Dies war nun die Geschichte. Doch die Frage ist, was gab es für neue Theorien und sind diese Theorien glaubhaft? Bisher kannten wir die typischen Theorien. Das Flugzeug wurde entführt oder es sollen Außerirdische gewesen sein, die es entführt hatten. Doch eine ehemalige Fox-Mitarbeiterin mit dem Namen Darlene Tipton ist nun der festen Meinung, dass sie Beweise dafür hat, was wirklich mit der Maschine passierte. Und ihre Idee klingt zunächst echt absurd, denn die Idee, die sie hat, ist, dass die Maschine entführt wurde von chinesischen Organhändlern. Es klingt extrem absurd, dass so etwas passiert sein könnte, doch tatsächlich gibt es in China einen Markt für Organhändler. Es gibt dort Menschen, die quasi als Attentäter gezielt Menschen ermorden und ihre Organe klauen und diese dann zu hohen Preisen an Geschäftsleute oder Menschen, die darauf angewiesen sind, weiterverkaufen. Es ist ein schreckliches Geschäft, welches bereits seit mehreren Jahrzehnten läuft und welches bis heute nicht abgeschafft werden konnte. Es ist trotzdem natürlich erstmal sehr seltsam, sich vorzustellen, dass ein ganzes Flugzeug dafür geklaut wird, weil es deutlich einfachere Methoden gibt, an Organe dann ranzukommen. Und sie sagte auch, dass sie verschiedenste Beweise hat, die sogar belegen sollen, dass die Passagiere der Maschine bis heute noch leben.
Diese Beweise würde man natürlich nun gerne sehen, doch sie möchte noch mit den Beweisen nicht rausrücken, denn sie möchte all diese Beweise in einer Dokumentation von ihr selbst zeigen. Sie möchte nämlich eine Dokumentation über MH370 produzieren und hat dafür bereits über $700.000 gesammelt. Experten sind aber der Meinung, dass sie keinerlei handfeste Beweise hat und lediglich ihre seltsame Verschwörungstheorie kundgeben will. Es gibt allerdings, so absurd die ganze Sache vielleicht ist, einen Fakt, den man bedenken sollte. Denn es gibt eine Sache, die ihrer Theorie zuspricht. Denn bewiesenermaßen wurden zwei Chinesen an Bord der Maschine gelassen. Diese Chinesen schafften es durch die Kontrollen mit gefälschten Pässen. Wer sie wirklich waren, was ihre Ziele sind und wo sie hin wollten, ist nicht bekannt. Es könnte also sein, dass diese beiden Chinesen im Flugzeug die Kontrolle des Flugzeugs an sich gerissen hatten und dann versucht haben, das Flugzeug irgendwie nach China zu bringen. Es ist erstmal denkbar, doch tatsächlich ziemlich unwahrscheinlich, dass keine Militärstation an Land es schaffte, dieses Flugzeug irgendwie wieder zu finden über das Radar. Wenn das Flugzeug wirklich nach China geflogen wäre, hätten einige Militärstützpunkte es finden müssen. Eine andere Theorie, die nun aufgetaucht ist, ist von einem Mann, der behauptete, dass er MH370 auf Google Earth gefunden hatte. Von diesen Meldungen gab es schon einige, doch er hatte nun anscheinend MH370 nahe Malaysia im Wasser entdeckt. Erstmal war die Aufregung groß und verschiedene Portale weltweit berichteten über diese Nachricht, doch schnell wurde klar, dass an der ganzen Sache nichts dran ist. Auf dem Bild sieht man lediglich ein Flugzeug, welches im Landeanflug ist. Es ist kein Flugzeug, welches unter Wasser ist und außerdem wäre das Wrack viel zu nah am Festland dran, als dass man es nicht gefunden hätte, da dieser Bereich schon zum Untersuchungsort gehörte. Jetzt muss man sich aber fragen, was ist wirklich los? Was sind die Antworten, die wir so dringend suchen und bis heute nicht kriegen konnten? Und genau da gibt es im Abschlussbericht Antworten zu. Denn es gibt zwei Theorien, die bis jetzt als am glaubhaftesten zählen. Die erste Theorie besagt, dass alle Passagiere, die gesamte Besatzung und auch die Piloten ohnmächtig wurden. Sprich, dass die Luftversorgung im Flugzeug irgendwie gekappt wurde oder verunreinigt wurde und so allesamt ohnmächtig wurden und das Flugzeug durch den Autopiloten einen falschen Kurs so lange einschlug, bis der Tank irgendwann alle war und das Flugzeug abstürzte. Es wäre theoretisch denkbar, allerdings müsste man dann noch herausfinden, wie es sein kann, dass alle an Bord ohnmächtig werden. Eine andere Theorie, die auch von einem außenstehenden Expertenteam als am wahrscheinlichsten gewertet wurde, ist die Theorie, dass die Nachricht des Kapitäns, Gute Nacht MH370, ein Abschied war. Eine Abschiedsbotschaft an die Bodenbesatzung und an die Passagiere und der Kapitän daraufhin Selbstmord beging, indem er das Flugzeug über dem Meer zum Absturz brachte. Beweise dafür sind natürlich schwer zu finden, doch es sind die Theorien, die man am ehesten glauben kann. Und wenn man sich darauf festlegen sollte, was wahrscheinlich passiert ist, dann würde es auf eine dieser beiden Theorien hinauslaufen. Das sind alle Antworten, die ich euch geben kann. Sollte irgendwann noch eine große Neuerung kommen, ein neues Detail, welches noch nicht bekannt war, werde ich euch natürlich wieder Bescheid sagen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.